Oha, sag nicht, du spielst mal wieder erste Gen. Lara, absolut korrekt. Es wird mal wieder Zeit, die erste Gen anzufassen. Langes her. Langes her, ich weiß. Haben wir dich jemals so eine Mütze im Stream gesehen? Klar. Ich habe die letzte sogar ausgezogen. Vor ein paar Tagen. Dafür habt ihr 800 Feiertage, Richter, beschwer dich nicht. Das Pokémon Pink, weiß doch gar nicht mehr, was da passiert. Das ist doch ein komisches Pokémon Gelb. Pokémon Gelb. Pokémon Gelb. Okay. Wir holen den Frege-Zeichenöffner. Muss man sonst irgendwas machen? Kann das Fossil. Ist in jedem Pokémon Rot und Blau auch das Pokémon auf die Box, auch wenn unser Team voll ist? Ich weiß es gar nicht. Team ist Mütze auf die Welt gekommen. Ich bin als Mütze auf die Welt gekommen. Ja, Fragezeichen. Ja, Ausrufezeichen. Nee, das nicht. Ist es erst ein Feature, was es ab Gelb gab? Ab Gelb! Oh, Timer vergessen, Chat. Timer vergessen. Wo meinen wir 57,4? Ist das korrekt? Ich schaue lieber nochmal ins Wort. Bin mir irgendwie unsicher. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir weiter waren. Aber auch nicht sicher. Doch, okay, nee, ist richtig. 57,4. Und let's go. Timer. Da da deo 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 deo. Mal schauen, ob's geht. Oh, es geht echt! Broken. Schon in Rot und Blau haben die daran gedacht. Das ist crazy. Das für später aber ziemlich geilo. Geilo Schmeido. Ziel vom Video, ich hab Pokémon Yelp! 100% Spielstand. Pokémon Yelp! So, ich glaube, wir brauchen keinen Blizzard mehr, aber wir lassen ihn trotzdem mal open. Wir lassen ihn trotzdem mal open. Slimer mit der Genki Dama. Slimer Dama. Ah! Er denkt auch Catcher 3. Er denkt auch Catch Rate 3. Oh, nee. Oh, ja. Das Slime hat eher so ein PogChamp-Gesicht als ein Kappa-Gesicht. Pokémon Yelp. Genau so sieht er. Der sieht Real Talks aus, ob er. Slime Moggers.
Erst drei Gens waren ja auch die besten Gens bei Game Freak noch innovativer. Ja, die ganzen neuen Pokémon, ach, das sind, die sehen ja auch alle. Also, komm schon. Müllhaufen, so eine Scheiße. Ich mag meinen Schlammhaufen viel mehr. Feuerpferd. Pferd. Pferd. Man fängt jetzt Monster in den EP-Teiler? Yes! Korrekt. Wow, for real, OBM. Ich habe gehört, irgendwas wird in einer Woche angekündigt. Hab's vergessen. Irgendwas kommt in einer Woche raus, wird in einer Woche angekündigt. Irgendwas. Gen 1 zu kreativ. Kleiner Schleim, Schleim, großer Schleim und noch kleinerer Schleim. Mhm. Boah, keine Ahnung, ob ich ihn fangen will. Ich glaube actually nicht. Ich glaube, ich hau dem einen Surfer rein. Ich glaube, ich hau dem keinen Surfer rein. Ich glaube, ich hau dem einen Blizzard rein. Und dann gucken wir mal. Wo ist denn der Erde mit Augen und Nase? Mhm. Oder auch ein Ball. Mann, ich sag ganz ehrlich, ich finde die ganzen Designs von Gen 1 gar nicht so kacke. Ich weiß, dass es Meme ist. Ich finde die echt gar nicht so schlecht. Ich fand die damals schon nicht schlecht und ich finde sie auch heute nicht schlecht, wenn sie für einfachere Designs gehen. Checkt ihr? Ja, genau das, was Effan sagt. Das ist die Wahrheit. Scheiße, wir hassen Tobi, Effan. Ah ne, warte, Tobi hast ja die alten, nicht die neuen. Alles gut, alles gut. Warte, Tobi, hast du auch die neuen? Oder sagst du, ja, juckt. Jacke wie Hose, oder? Ich liebe Jacke wie Hose. Manche, wenn die Arsch aussehen so. Ich erinnere mich immer wieder an das Video von Gaetano, von Firebro. Der hat ein richtig gutes Video zu Pokémon Designs gemacht. Und ich finde bis heute, dass er einen richtig geilen Punkt gebracht hat als hässliches Pokémon. Und zwar Patinaraja. Patinaraja ist per se kein hässliches Pokémon, aber ist kein gutes Design. Es passt in kein Setting, es sagt nichts, es ist einfach da. Das ist das Problem von Patinaraja. Das ist ein cooler Reim. Wups. Genau, genau, genau. Es heißt ja auch in seinem, ja, ich weiß ja von, aber es heißt ja auch quasi von, in seinem Pokédex steht ja auch was, dass er aus der indischen Region kommt. Das heißt, irgendwann müssen wir eigentlich eine Indienregion bekommen. Aber ich sag trotzdem, dass es kein kreatives Design ist. So. Ich sag auch, Normifin ist kein kreatives Design. Und Delfinato auch nur dann, wenn er in seiner Superform ist. Ansonsten ist er kein kreatives Design. Er ist nicht schlecht, aber er ist nicht kreativ. Wisst ihr? That's the thing. Und nieder. Slam auch nicht. Ja, ja, ich weiß. Der ist ja das Ding. Wobei ich Alola Slimer rein vom Prinzip her wieder cool finde.
Aber ich sage ja, wie gesagt, häufig, mich stört es eher, wenn ein, nicht wenn ein Pokémon hässlich ist, weil hässlich, so, die Ponytalk ist es hässlich, aber der soll ja auch hässlich sein. Der soll so aussehen. Das ist, der soll so sein. Und das verstehen viele Leute nicht. Viele Leute einfach, der sieht hässlich aus, der ist eine Mülltüte. Du bist eine Mülltüte. So. Das ist raus. Nee, die sind nicht alle hässlich in Gen 5. Das ist auch Quatsch. Aber ich finde Alola Mauzi übelst sick. Ich mag Alola Stupidicat auch nicht so sehr. Aber Alola Mauzi finde ich sehr geil. Ja, ich finde zum Beispiel Arboretos ist auch... Arboretos ist, aber das zeigt sich auch subjektiv. Der hat zwar per se ein solides Design, aber ich finde ihn halt arschhässlich. Ja, der darf ja hässlich sein, Enox, aber das ist ja sein Gimmick. Ups. Aber das ist natürlich auch wieder eine endlose Konversation, die wir hier führen können. Genau, hässlich ist nicht gleich schlecht. Das ist die Kerndevise. Leute, wenn ein Müllhaufen nicht wie eine Sexgottheit aussieht, boah, ich finde der Ponytox. Sieht schon ein bisschen aus wie eine Sexgottheit. Ja, selbst genau, selbst ist selbst. So. Dann gehen wir mal hier rein. Beantworten Fragen falsch. Können wir in der ersten Antwort ja spam. Ne, warte, nein spam. Ich finde auch, Schlingel hat auch kein gutes Design per se. Jalapeno dagegen schon sehr. Jalapeno geisteskrank geiles Design. Ich mag das Design von Schlingel nicht so. Von Jalapeno ist 10 aus 10. Mobtiff auch cute. Ja, ist jetzt nicht so für mich. Der ist ein Paprika, der aus der Blüte gerade auswächst. Ja, check ich schon. Aber holt mich nicht so ab. Jalapeno sieht für mich so unfällig aus, als fehlt an Entwicklung. Nö, das finde ich nicht. Boah, stell dich vor, mega Jalapeno. Boah, der würde hart gehen. Der würde hart gehen. Wofür existiert Brüller und Wirbelwind eigentlich in Gen 1? Das funktioniert nie. Es funktioniert Real Talk nie. Nein, 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 Jalapeno, 10 aus 10 Design. Warum stehen in der Arena organisiert eigentlich ein Dieb rum? Ich glaube, es sind voll viele Diebe, oder? Ich will auch News to CA. Ich doch auch, Richard. Es gab irgendwas, was irgendwie die nächsten Tage angekündigt werden soll. Weil Pyro, die rehabilitiert, wurde irgendwann mal gesagt, oh, das ist cool. Würde Sinn ergeben. Pyro ist doch eigentlich auch Teil von Team Rocket, oder? Aber es ist auch Manga-Canon. Ich glaube, Manga-Canon ist auch nochmal was anderes.
Ich glaube, das ist auch nochmal eine alternative Zeitlinie. Nintendo? Ich weiß nicht, ob es was von Nintendo war. Es impliziert, dass er zumindest an der Mewtwo-Erschaffung beteiligt war, glaube ich. Mhm. Gibt es 9 offizielle Orden? Ja. Yeah. Es wäre schon sehr geil, stellt euch vor, in der 7. Arena, die Leute hier würden irgendwie alle davon erzählen, dass sie ehemalige Team Rocket-Mitglieder wären und Pyro auch. Das wäre irgendwie übelst cool, oder? Wenn es so bewusst erzählt wird, dass die alle mal bei Team Rocket waren, genauso wie Pyro. Und Pyro hat damals Team Rocket verlassen und hat ein paar Leute dazu begeistern können, quasi auch Team Rocket zu verlassen. Und die sind jetzt in seiner Arena angestellt. Das wäre schon ziemlich cool. Ich meine, würde irgendwo Sinn ergeben. Kann man sich irgendwie vielleicht auch so ein bisschen so herleiten. Wie gesagt, so ein Switch-Nachfolger vorgestellt werden. Das stimmt, ja. Das habe ich mitbekommen. Das war irgendwas Safes. Morgen schauen wir auf jeden Fall. Ah, Fußball! Fußball! Aber das schauen wir so nebenbei, während wir Gelb spielen. 13.09. bis 14.09. Was da? So in dem Zeitraum meinst du? Da waren die Directs. Okay. Die letzten Jahre. Boah, es wäre in einer Woche. Boah, in einer Woche eine Nintendo Direct, ne? Boah. Da müsste ich kurz auf eine andere Plattform wechseln. Das wäre ja crazy. Und dann noch eine Präsenzankündigung. Eieieiei. Warte, wann? Ja, 10 bis 13. Irgendwann nächste Woche halt, ne? Wäre halt quasi der Gedanke. Ist ja mal unter der Woche. Ist ja immer unter der Woche. Mann, ich würde so gerne mit euch... 2021 war es am 24.09. Okay. Ich würde so gerne mit euch den Manga on Stream lesen. Das wäre so cool, aber ich glaube, das ist so super illegal. Und Raikox, was geht? Aber die hätten ja dann nicht noch eine Partner-Showcase so kurz davor gemacht. Naja, die Partner-Showcase war ja dazu da, um alles andere, was jetzt noch im Endzyklus der Switch rauskommt, anzukündigen. Und wirklich, ich weiß, Leaks, Schmieks am Ende des Tages, aber wirklich fast jede Leak-Quelle hat gesagt, dass im September die Switch 2 angekündigt wird. Und das wäre ja trotzdem drin, sage ich mal. Welcher Manga? Den Pokémon-Manga. Ruffy liest doch auch Mangas mit seinem Stream auf Twitch. Also, I don't know, ob man das darf. Aber blendet er die auch ein? Also, wenn er direkt sich nur mit dem Nachfolger auseinandersetzt, macht es Sinn. Vorher den Partner-Showcase durchzuknüppeln. Ja, der liest zum Beispiel Jujutsu Kaisen und Boruto mit seinem Stream. So illegal wie Anime-Twitch-TV-Kanäle auf Twitch. Du hast doch Kontakt zu ihm, frag doch einfach mal nach. Boah, ich müsste Ruffy echt mal fragen. Vielleicht hat Ruffy auch eine Partnerschaft mit, ich weiß nicht, wer der aktuelle Haupt... Ich glaube, Crunchyroll ist gerade größter Manga-Verlag in Deutschland, oder? Mittlerweile. Ich glaube, Kase wurde abgelöst, oder? Also richtig, Crunchyroll kriegt irgendwie die ganze Zeit die ganzen großen Manga. Habe ich das Gefühl.
Wenn du einen in Deutschland gar nicht lizenzierten Manga liest, ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten. Ja, der ist schon in Deutschland lizenziert, glaube ich. Ach, Kase ist Crunchyroll. Oh, okay. Gut, nichts gesagt. Wahrscheinlich haben die sich zusammengetan. Aber ist auch smart. Crunchyroll hat Kase genommen und sein Cover drum gemacht. Steht noch Kase drauf teilweise. Okay. Aber ist smart, smart. Crunchyroll, also Sony kauft alles auf. Einfach Monopol bilden, was sollen die anderen machen? Ja, Thema 20 ist natürlich die Froschattacke. Crunchyroll hat echt die letzten Jahre die Balls rausgeholt und alles, was Anime betrifft, gekauft. Kase, Wakanim und Anime On Demand, das ist so krass, das ist wirklich crazy. Carlsen gibt's noch. Ist die Frage, ob die sich lange halten können. Oh, es gibt aber auch noch Anmir. Die gibt's auch noch. Okay, Shanks. Okay. Das ist, glaube ich, One Piece. Naja, ich werde mich da vielleicht mal mit auseinandersetzen. Beispiel Konkurrenz, wie like Amazon Prime. Du kannst eine Staffel gucken, wenn du Glück hast. Du musst für die meisten Shows nochmal extra einen Channel bezahlen. Geilo. Ich weiß noch damals, als es die Anime auf My Video gab. Oder war es auf Clipfish? Eins von beiden, glaube ich. So, dann klatschen wir Pyro. Incineroar. Aber es wäre schon sehr geil, wenn wir den Pokémon Manga on Stream lesen könnten. Parts, 5 Minuten und gespiegelt. Da ist der Grind. Damals war so mancher Zuschauer noch nicht geboren. Das stimmt. Weil wir alt sind. Aber ich glaube, allgemein die Altersgrenze hier im Stream ist schon relativ hoch. Fang einmal in die Runde, Chat. Wie alt seid ihr? Ich bin 28. Ja, seht ihr? 22. Wir sind alle mindestens 20 gerade. Haha, Stark Waver. Also es gibt natürlich auch immer ein paar Lurker oder so. Die natürlich jetzt nichts reinschreiben oder so. Das ist natürlich auch komplett fein, für euch nicht dazu genötigt. Aber all in all, Altersdurchschnitt schon immer recht hoch. Ja, das habe ich gelesen, Aber guck mal, bei manchen anderen, die Casual Pokémon Content machen, da ist mehr Rotation, mehr Jüngere. Und wenn neue Games rauskommen, safe. Aber ich glaube, so die Core-Community ist schon älter auf jeden Fall. Aber ich glaube, die meisten sind auch mit mir zusammen alt geworden. Außerhalb von Pokémon Game Release sind alle alt eingesessen. Bruder beleidigt uns alle gerade alt in 18 verschiedenen Sprachen. Das ist der Wahnsinn. Das kann sein, Evan. Ich glaube, die 12-Jährigen schauen eher so hyperaktiven Content.
So, gar kein Shade, also zum Beispiel Let's Hugo oder so. Checkt ihr? Und das ist auch vollkommen okay. Das ist komplett fein. Hallo du, was geht? Ich finde Hugo komplett fein. Aber ich kann sowieso über keine Menschen urteilen, die ich nicht kenne. Da sehe ich mich einfach nicht. Ne, ist wirklich so Snow. Wirklich. Ich sehe es komplett. Damals, als ich mit YouTube angefangen habe, war ich mit 18 Jahren in meinem Kinderzimmer. Heute bin ich 28. Das ist halt crazy, ne? Ich bin fast 30. Oh, da. Fast 30. Sollen all die über 30 sind. Erster Einkauf beim Rentenantritt Pokémon Gen 22. Boah, kommt die... Kommt das hin vom Timing her? Wahrscheinlich, oder? Alle 3 Jahre. Checke. Es sind 12 Gens, dann 36 Jahre. Ja, Unterschied nur ist, dass ich in meinem Job nicht wirklich was in der Rente habe, ne? Ich habe damals 7 Jahre gearbeitet und was in die Rente eingezahlt. Ich glaube, wenn ich jetzt Rente beantragen würde, bekomme ich, glaube ich, so... Ja, was mit 60 Euro im Monat. Ne, ich glaube, es sind actually schon 60 Euro gewesen. Hab schon immer echt gut in die Rentenkasse eingezahlt. Ich weiß, Raikox, ich weiß. Da komme ich dann mit 2019, als YouTuber als Let's Play entdeckt hat und vorher komplett nur für Musik genutzt hat und die Let's Play-Welt gar nicht kannte. Viele denken immer, mit meinen 31 bin zu alt oder habe so erfolgreich geskippt. Ich glaube, man ist nie zu alt für sowas. Das heißt, 60 Euro im Monat ist geil, ehrlich so. Ich meine, die Hoffnung ist natürlich bei mir eh so, dass ich irgendwann sagen kann, yo, ich verdiene so viel, dass ich mir meine Rente quasi selber zur Seite legen kann. Checkt ihr? Das ist die Hoffnung. Ne, das ist der Plan. Und die Hoffnung ist, dass meine Spiele und TCG-Sammlung irgendwann meine Rente finanziert. Da ist der Way to go. Dann auf der Nintendo Brain Link. Bugs zum Launch können zuckende Augen, Phantomschmerz und Stimmen hören auslösen. Das habe ich auch so schon. Also echt komisch, weil mit Anfang 22 kann man... fängt man so an zu denken, dass man schon echt alt geworden ist, realisiert aber immer, dass alles andere ja mitaltert, man dann noch am Anfang ist. Eigentlich schon, ja, das stimmt. Nee, das stimmt schon. Machok. Ich war 20 und fühle mich wie ein Rentner. So, du bist in der Blüte deines Lebens.
Ich 27, kein Berufsabschluss und abgebrochenes Studium und durch Freiberuflichkeit auch nichts in der Rentenkasse. Auch stark. Ich habe meine abgeschlossene Berufsausbildung und nach meiner Ausbildung immer noch 5 Jahre Berufserfahrung. Genau. Ja, 20 mir wird gesagt, ich glaube, wir haben 70er Erinnerungen mehr. Okay, die Schrimphaltung habe ich aber auch. Also ich bin zufrieden mit dem, was ich in der Hinterhand habe. Im Fall der Fälle finde ich immer was. Boah, ich weiß gar nicht, war das im Rot-Video? Ich weiß. Kaputtes Knie, wie ist das? Okay, checke. Läufst du wie Mad-Eye Moody. Klasse am Rot-Blind-Video. Scheiße, ich kriege Blick. Ich fühle mich heute so müde, Chat. Es ist so warm. Und ich habe wieder so wenig geschlafen wegen der Hitze. Mir geht es stetig schlechter. Slowbro einfach gleich schon Level 100. Abo stetig. Kommen wir zum heutigen Sponsor des Streams, Raid Shadow Legend. Ja, schau, ich hoffe, ich kann heute Abend besser schlafen. Ich muss auf jeden Fall heute den Ventilator zu mir ins Bett holen. Dafür kein Weg dran vorbei. Ich glaube, ich fetz mir gleich noch ein Energy rein, Chat. Ich glaube, dafür kein Weg dran vorbei. Am Montag bei mir endlich unter 20 Grad. Wie schaut bei mir die Wettervorhersage aus? Morgen wollte ich einkaufen gehen, 29 Grad. Yo, Montag 19, Dienstag 17, Mittwoch 14 Grad. Dann 16, dann 17, geil. Okay, das heißt nur noch Wochenende durchhalten. Nur noch Wochenende durchhalten. Alles safe. Das ist ja geilo. Nur, dass irgendwann kommt der Tag, an dem der Kopf denkt, er sei immer noch 24, Vernunft und Humor denken, man sei 12 und der Körper einen fragt, wie man es morgens noch schaffen soll, aus dem Bett aufzustehen. Das bin ich jetzt schon. Direkt Heizung anmachen, for real. Na, ich sage, in meinem Streamingzimmer werden es wahrscheinlich trotzdem so Anfang 20 Grad wahrscheinlich dann sein. Und damit bin ich fein. Damit kann ich leben. Die ist Banger. Die Haltung einer Garnele. Mann, ich habe auch überlegt, okay, Chat. Realistisch gesehen, ich muss ja dann eine zweite Flexi-Spot-Werbung aufnehmen. Ich habe überlegt, einfach die alte quasi so ein bisschen umzumodellieren. Passt natürlich nicht auf den Joke, aber die ist halt einfach perfekt. Heute eigentlich für dringend, ne.
Ich habe das Gefühl, heute ist der letzte Rest-Day, aber morgen früh gehe ich sowieso einkaufen. Das heißt morgen auch nicht. Das heißt übermorgen, am Sonntag, werden wir dann Ring Fit weiterbauen. Und scheiße, der ist ja jetzt gar nicht mehr weg. Inwiefern ummodellieren. Ja, ein bisschen umcutten. Quasi wahrscheinlich schon die nutzen, aber so ein bisschen umschneiden. Weil ich will es nicht 1 zu 1 reusen. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen cheap an. Aber ihr checkt schon. Gönn die Effern. Giovanni, sein Gesicht sieht immer so ein bisschen aus, als würde der, wäre der so Knofenser und der würde so auch so. Der steht so vor mir. Du hier? Nein, ich liebe die Katze. Am Ende des Tages schicke ich sowieso denen die Werbung zu und dann sagen die mir, ob das fit geht oder nicht. Und du darfst nicht vergessen, Biantra, das ist für einen anderen Kanal, das ist für meinen Zwei-Kanal. Es ist auch nicht derselbe Channel. Am Ende des Tages schicke ich denen die zu und dann müssen die entscheiden, ob die das für gut befinden oder nicht. Weil am Ende des Tages, ich habe ja eine Liste von den Dingen, die ich ansprechen muss und es ist ja genau dasselbe wie beim letzten Mal. Vergiss nicht, die am Erdbeben mitzunehmen. Na klar. Also ich schaue einfach mal, was die sagen. Wenn die sagen, nee, das wollen die nicht so, die wollen, dass ich das ummodelliere, dann mache ich das natürlich anders. Wir werden mal schauen. Oh, Blau, die Kriegen Sprite ist wirklich strong. Vielleicht überlege ich ein bisschen, wenn der Tisch ankommt, dass ich den vielleicht sogar dann im Stream aufbaue und das kann ich mit in die Werbung reinnehmen. Das wäre auch irgendwie cool. So, Giovanni ist geklatscht. Okay, checke, Tobi, checke, checke, checke. Also ich musste nichts nachbohren. Giovanni, aka Knofenser. Stark. Ich muss eigentlich nichts nachbauen. Ich weiß auch nicht, welche Größe und Platte du hast. Du hast ihn auch bei Flexispot geholt, ne? Also ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr happy. Jetzt effektiv drei Schreibtischplatten hier, weil ich noch nicht dazu kam, alles umzubauen. Jetzt ab 100 mal 60. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich habe 140 mal 60. Glaube ich. Wollte er verkleinern, damit das schön in die Ecke passt. Ja, 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 safe, safe, safe. Check ich rein, guck's, check ich. Ja, aber ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Ich kann mich wirklich nicht beschweren.
Okay, Alamos sollte wahrscheinlich mit Blau fertig werden. Fertig. Wir müssen später noch das AP Plus beziehungsweise die AP Plus und die Sonderbonbons holen. Ja. Ja. Mächtiger Flügelschlag. Boah, Gardos. One-Shotted Lamus denn? Ich glaube nicht. Wir hätten vorher schon Amnesie drücken können. Na, ich habe mich geflincht. Er hat uns einen Prozent schicken. Ja, OBM. Effern, würdest du dann gleich die Mod-Abschirm machen? Ist es möglich? Das wäre süß. Nein, nicht so Effern. Genau so. Keiner mein Spezial gedroppt. Chips, Tütenchips oder Pringles? Also allgemein und nicht die Hauptmarke. Check schon. Ich glaube, Tütenchips oder Stapelchips ist die Frage. Ich muss mir das Surfer-Pikachu ins Stadium abholen, damit ich das letzte Minispiel in Pokémon Gelb spielen kann. Erst dann habe ich die 100% voll. Und dafür muss ich den Rückrunden Special Premium Cup mit einem eigenen Team gewinnen. Pikachu muss dabei sein, deswegen leveln wir auch Pikachu auf Level 100. Und dann kann, nur so kriegst du Surfer auf Pikachu. Okay, rein in die Abstimmung, Chat. Let's go, let's go, let's go. Eine Umfrage, ihr Landratten. Oder ihr werdet über die Planke geschmissen. Arr. Leichtmatrose. Gibt allgemein nur eine richtige Wahl. Anderes als Chips ist die richtige Wahl. Nee, Chips schon zweitbeste Snack. Gönn dir, Juli, gönn dir. Ich sag Chips schon zwei beste Snack. Mukoki, was geht? Was geht, was geht, was geht? Habeluga, what up? Yes, Schicksal. Nee, 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 nee. 99%, yes. Aber der letzte Prozent wird wahrscheinlich noch
einige Stunden dauern. Der wird, glaube ich, noch einige Stündchen dauern. Also Stadium da halt, ne? Wir machen parallel Stadium auf 100%. Ausrufezeichen Prozent. So. Dann mache ich mir einmal die Liste von Niki auf. Boah, das weiß ich noch nicht, Jixen. Das weiß ich noch nicht. Dann machen wir einmal das Ganze hier von Niki auf. Wir haben einmal hier die Pipi-Ups. Und die Rare Candies. Genau, das haben wir. Ah, okay, das ist der hier. Ah, das ist Rare Candy. Ist in der Victory Road kein Pipi-Up? Pipi-Up. Nur noch Kraftwerk und Dings. Ja, und auf der Route halt, okay. Das heißt, wir holen nur das Rare Candy da oben. Okay. Wird Himmel? Nein, noch nicht. Komm, Solid! What up, Gamer? Boah, ich habe actually keinen Plan, Evan. Ich richte mich nach nichts Besonderem. Es kommt, wie es kommt, ne? Stimmt leider, Jackson. Das stimmt leider. Ich sag ehrlich, also wir sind ja jetzt schon seit ein paar Stunden auf 99%. Und das, die Pikachu-Task, mache ich gar kein Auge, wenn Leute die nicht machen für 100%. Aber wenn schon, denn schon. Wenn schon, dann richtig. Und all in all, ich glaube, man, wie viel Zeit wir teilweise in Pokémon-Spiele gesteckt haben für irgendwelche unnötigen Sachen. Wenn du bewusst nur nach den 100% gehst, kriegst du das eigentlich echt gut hin. Tütenchips hat gewonnen. So gesehen ist es auch schon Stadium Grind, das stimmt, ja. Das stimmt natürlich. Natürlich, natürlich. Nicht schwächen. Ja, Tütenchips schon geiler. 100%ig. Sagt ihr, der lebt Psychic. Safe, oder? Gleich keine Balls mehr. Ah, war eine Roll, glaube ich. Scam ist nur, wenn man nicht Preise, Programm oder Kilogramm miteinander vergleichen kann. Wie viele Mons haben wir denn eigentlich mittlerweile schon? Schon 19. Okay. Von 50. Gut. Zum Bright. Das ist ein Anfang. Mm-hmm.
Was gab 50 mal den EP-Teiler? Gibt er mir. Für Sam auf 100% musst du echt viel machen. Also wirklich viel. Du musst alleine jedes Pokémon in die Hall of Fame bringen. Aber auch die ganzen Cups und so weiter. Ja, ja, klar weiß ich das, Icons. Aber trotzdem bringt es mehr, den zu haben, als ihn nicht zu haben. Mal sei denn nicht wieder Southorn. Zwar die ersten Tage verpasst, aber so Bock. Es wird wild. Ich danke dir, Rubin. Vielen, vielen Dank für dein Resub. Ich danke dir sehr. Ich muss den Timer erst wieder anmachen. Sekunde. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke für 13 Monate. So, lass mich mal ganz kurz gucken. So. Muchas gracias. Auch Raupi muss ich in die Hall of Fame tragen. Bin ich Onyx, denkt auch legendäres, wirklich. Das ist crazy. Dankeschön. Das ist true, Chix, das ist true. Ich bin gespannt. Erstmal müssen wir schauen, wie der Sabaton hier läuft, ne? Das Rad, stimmt, das Rad hätten wir auch auf die To-Do-Liste packen können. Scheiße. Scheiße! Das stimmt, ja. Wir haben Onyx doch damals nur so weak gemacht, damit der in der ersten Arena nicht so broken ist. Da ist wirklich dumm. Das ist okay, Elfan, das ist okay. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Boah, der explodet doch gleich. Exploded. Never mind, der explodet hier gar nicht. Der wird gecatcht. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich bei Onyx gedacht haben. Ich glaube, die haben da gar nicht gedacht. Ja, seine Technik ergibt das schon Sinn, Onyx zu bad zu machen. Zeigt einem dann halt am Ende das Spiel, wie weit man gekommen ist, wenn man dann Onyx überhaupt als... Was? Wenn man das in Onyx umhaut, als wäre... Achso, wenn man dann Onyx umhaut, als wäre es nichts. Okay, ich checke. Hallo Domi, was geht? Alles gut, gut, alles gut. Muss kurz nur entziffern. Ich sag aber actually wirklich so, gib Rocco einfach einen Ammonitas oder einen Kabuto oder so als zweites Mon. So wie Fight mit Cognodon. Wäre übergeil gewesen. Ja, dass er Solid sagt, ja. Wäre cool. Die wollte man halt geheim halten. Die trifft man ja sonst im Spiel nicht so als Gemälde. Naja, Dings hat auch Aerodactyl Siegfried. Dann kann man da schon mal reindippen.
Commander ist so oder so schon Arsch. Na, Goldini hat man ja in der. Als Vordingsbums. Ich sag Tentacher hätte man ergeben können. Oder Quapuzzi. Ich sag Sterne und Quapuzzi wäre geil gewesen. Anton auch, ja. Anton geht auch bestimmt. Ich glaube, selbst Enteron ist schwächer als Dami, oder nicht? Ja, check ich schon einfach. Boah, wenn die Psyche-Move hätte, wäre crazy. Oder gerade aus, wenn Rocco schon die Steinschlange hat, warum nicht die Wasserschlange? Würde vom Level her passen. Sage ich, wie es ist. Ja, ich finde Dami auch okay, sage ich. Wenn Misty smart wäre und Provision hätte, wäre das Pokémon-Franchise nie so groß geworden. Kann Starmie überhaupt schon auf Level 21 einen Psychic-Move haben? In der ersten Gen? Ich meine, es hat Pokémon in der Vergangenheit auch nicht davor abgehalten, denen irgendwas zu geben, aber ist es überhaupt möglich? Psychokinese-TM, ja, ist true, aber laber das. Dami lernt nicht mehr in Gen 1. Ja, okay. Und lernt Stern nur einen Psycho-Move? Wenig Steinentwicklung, ja, ja. Und lernt Stern nur irgendwann einen Psycho-Move? Konfusion oder so? Mini, Dankeschön für den Raid. Hallo Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen nice Stream. Es geht ab. Hallo, hallo, hallo. Was habt ihr Schönes gemacht? Haben wir mal Holo schon gefangen? Ich glaube nicht, oder? Ich spiele gerade Pokémon Gelb zu 100% durch. Ich bin sogar fantastisch. Ich werde gezwungen, hier zu sein. Lucy hat mich geschlagen. Alles richtig gemacht. Spaß. Hast du ja schon einiges gespielt? Mach ich jeden Freitag. Okay, Banger. Banger, Banger, Banger. Das ist sehr, sehr cool. Aber ein bisschen casual spielen. Kann man machen. Das ist nicht mein Hauptspielstand. Nee, wir sind gerade blau unterwegs. Hallo Max, was geht? Nee, nee, ich habe ja schon alle Mons. Ich muss 50 Mons fangen für den Hilarius, was geht? Ich muss 50 Mons fangen für den für den EP-Teiler. Ja, wir spielen gerade Pokémon Gelb zu 100%. Auf dem Gelb-Spielstand selber haben wir alles gemacht, außer das Surf-Pikachu-Event. Aber das können wir noch nicht machen. Dafür müssen wir ganz viele Dinge ins Stadium machen. Falls ihr wissen wollt, was also der letzte Prozent ist, Ausrufezeichen Prozent, Prozent aber ausgeschrieben. Ja, sehe ich, Max. Sehe ich. Ja, das ist quasi unsere letzte Task. Warte, ich muss hier runterbringen, oder? Oder links rüber? Links rüber, glaube ich, oder? Ich will keinen, also Glitches sind per se erlaubt, aber am Ende des Tages ist es ja subjektiv, wie man die 100% macht. Und ich will alles komplett glitchless durchspielen, außer Mew Glitch. Alles klar, Fan, bis später. Oh, Omot. Boah, will ich jetzt Omot fangen? Nee, ich glaube nicht. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Boah, ich bin mir gerade unsicher, ob es beim GameCube Region Lock gibt.
Poison ist natürlich jetzt unangenehm. Ich muss ihn irgendwo nach oben bringen. Nee, warte, das hier ist doch der Lavados-Stein, oder? Jetzt bin ich überfordert. Und das Gift nervt, aber ich glaube, ich habe keinen Hyperheiler oder Gegengift mit. Moin Yasin, was geht? Warte mal. Also wir brauchen den Stein von. Also wir brauchen den Stein hier links.